Wir haben ja genug Zeit. Und da ploppt er auch schon auf. Captain Stahlbart und Würgeranke. Hä? Ich habe jetzt zweimal den Questerfolg. Ja, mir kann es egal sein. Es sind nur mal eine EP, die ich bekomme. Patty! Patty, endlich! Du hast mich sitzen lassen. Aber... Aber was? Aber ich habe dir einen Sack voll Gold da gelassen. Du lässt einen Sack voll Gold da und glaubst, du kannst dich verdrücken? So einfach lasse ich dich dieses Mal nicht davonkommen. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss wieder auf See. Du willst mich wieder zurücklassen? Bin ich dir so wenig wert? Wenn Mutter das wüsste. Lass deine Mutter aus dem Spiel. Hör zu, ich kann dich nicht in Gefahren aussetzen. Und dann willst du mich alleine lassen? Ist es dir lieber, wenn ich zur Hure werde? Na schön. Vielleicht sie hat Hure gesagt. Willst du denn mitkommen? Oh, Papa! Natürlich will ich mit. Na schön, dann. Willkommen an Bord. Und wer ist der Kerl? Du hast dir doch keinen Waschlappen ausgesucht. Ich dachte, er kann bei dir anheuern. Das entscheide immer noch ich. Kann er denn was? Er steht hier, direkt vor dir. Mund halten! Mund halten! Wenn er unter Beweis stellt, dass er als Pirat was taugt, kann er anheuern. Und wehe, du hilfst ihm dabei. Wenn dein Freund mit will, wird er den Schwur leisten. Warum nur er? Ich schwöre auch. Das lassen wir mal schön bleiben. So, du hast dich also an meine Tochter rangemacht. Das ist eure Sache. Aber du bist bestimmt nicht hier, um Inquisitionsschiffe zu kapern. Also, was willst du? Ich suche die Waffe gegen den Kraken. Genau wie ich. Und was hast du mit der Waffe vor? Ich werde das Mistvieh zur Strecke bringen. Gut gesprochen. Aber die Titanenharpune ist nicht nur eine Waffe gegen den Kraken. Sie ist eine Waffe gegen Mara selbst. Das ist interessant. Was weißt du über Mara? Sie ist einer der Titanenlords. Und der, der zurzeit die Waffe trägt, dient ihr. Wenn wir ihn uns vornehmen, wird sie nichts unversucht lassen, uns zu töten. Ich kann's kaum erwarten. Was genau ist die Titanenharpune? Das Wichtigste ist, ich weiß, wer sie hat. Und ich weiß, wo wir ihn finden. Doch es wird kein Spaziergang, sie zu holen. Also werde ich dich nur mitnehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass du ein Teufelskerl bist. Deine Tochter vertraut mir. Und ihr wart in Puerto Sacarico. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Durch den Dschungel oder über den Pass? Naja, wir haben die Wilden im Dschungel besiegt und danach wären können. Das wären nur ein paar Schritte gewesen. Wir haben eine fette Spinne besiegt, also puh. Eigentlich sind wir durch den. Wir sind halber durch den Dschungel gekommen und halber auf den Pass. Also ich nehme jetzt einfach Dschungel. Den Dschungelweg. Den gefährlichen also. Das spricht für dich. Obwohl du damit Patty unnötigen Gefahren ausgesetzt hast. Wie kann ich dich überzeugen? Reicht es, wenn ich dir sage, dass ich einen Feuertitan besiegt habe? Ja, sollte eigentlich schon. Oder muss ich mich prügeln, saufen und Schätze finden? Das ist schon mal ein guter Anfang. What? Wenn du es irgendwie schaffst, dass wir endlich unseren Rum aufs Schiff kriegen, bist du schon so gut wie an Bord. Ja. Ja, ich habe einen Feuertitan besiegt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Was? Alter, dieser kleine Spack. Ich wette, er hat noch nicht mal einen Fisch gefangen. Du bekommst keinen Rum? Ei, Buß, der alte Saufkopf, rückt nichts raus. Hat irgendwas von Problemen gefaselt. Aber sowas will ich nicht hören. Eins sage ich dir, ohne einen ordentlichen Vorrat werde ich nicht ablegen.
Ja. Ich habe noch was, das dich überzeugen könnte. Ja, das war die Ruine vor der Spinne. Ich habe eine Ruine geplündert. Die alten Tempel sind Ruhestätten der Ahnen. Wenn du ihre Schätze klaust, werden sie zornig. Damit werde ich fertig. Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu einem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Eine Ruine geplündert. Was ist jetzt? Das reicht mir noch nicht. Wir sind ja noch eine Weile da. Lass dir was einfallen. Beeindrucke mich. Ja. Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Du bist meine Tochter. Ach, auf einmal bedeutet dir das was. Es hat mir... Ach, vergiss es. Trinken wir lieber. Worauf trinken wir? Auf die Schätze dieser Welt. Darauf trinke ich. Oh Gott, ja. Komm, Sof, du auch noch eine. So. Was ist eigentlich mit deinem Schatz? Der ist gut versteckt. Hey. Redest du noch weiter? Schade. Könnte ich doch... Es sollte ich eigentlich alles mitnehmen können. Frechheit. Hier liegen Sachen, die ich nicht aufheben kann. Nein, wir trinken auf gar nichts. So, McLean. Du willst also mit uns segeln? Nein, ich tue nur so. An Bord ist das Wort des Captains Gesetz. Also, halte dich daran. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie mache ich beim Captain ein paar Punkte? Hast du schon die Truhe geknackt? Welche Truhe? Die ist vom letzten Beutezug übrig geblieben. Steht im Frachtraum. Wenn du sie aufkriegst, kannst du behalten, was drin ist. Und jemand, der sich aufs Schlösserknacken versteht, fehlt uns noch. Hm. Ich kann sie mir ja mal ansehen. Mach das. Woher bekomme ich einen Dietrich? Frag am besten mal Stone. Er ist an Land, bei seiner Schmiede. Stone. Ein Schmied namens Stone. Da war ja jemand sehr kreativ. Worauf trinken wir? Auf gar nichts. Tja, ich schätze, du hast jetzt einiges zu tun. Wir unterhalten uns hier noch eine Weile. In Ruhe. Alles klar. Sprecht ihr gerade über einen Schwur? Papa wird uns nur mitnehmen, wenn du Teil der Mannschaft wirst. Wenn du dazugehören willst, musst du schwören. Und was genau schwöre ich? Ich kenne den Wortlaut nicht. Aber es geht um die Treue zwischen Kapitän und Mannschaft. Und besorg dir eine Schaufel! Worauf Ach, trinken ja, wir? Voll. Auf die See! Eine Schaufel. Verdammt, es leckt. Extrem. Naja. Hey, was machst du hier? Herumlaufen. Ich will bei Stahlbart anheuern. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zur Bus und hol dir einen Rum. Was denn auch sonst außer Saufen? Was kannst du mir über Bus erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Bus ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ja, also Gold. Wer mag Gold nicht? So, da gehen wir gleich rein. Und jetzt werde ich dann noch gerne Aufnahmepause machen wieder. Sollte ich eigentlich schon genug aufgenommen haben für die Woche. Hast du nichts zu tun? Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na wegen mir, aber mach schnell. Kannst du mir Schmieden beibringen? Das wollte ich eigentlich nicht fragen. Du kannst Wasser schleppen. Ich brauche niemanden, der mir im Weg rumsteht. Ich will nicht für dich arbeiten. Ich will meine eigenen Klingen schmieden.
Hm, das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du wirst mich dafür bezahlen. Mein Wissen ist kostbar. Ja, genau. Wie ist die Lage? Unsere Klingen sind scharf und unser Pulver ist trocken. Außerdem haben wir ein dickes Tor. Da kann die Inquisition ruhig kommen. Und wenn sie über den Strand angreifen? Ach, weißt du, wenn die Protektoren ein Tor sehen, dann greifen sie das auch an. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber die Mistviecher kommen aus dem Meer. Vor ein paar Nächten stand eine riesige Krabbe direkt vor der Kneipe. Wenn wir nicht aufpassen, holen sie uns noch im Schlaf. Was unternehmt ihr dagegen? Buß hat Stahlbart gesagt, er soll sich darum kümmern. Schließlich tauchen die Biester erst auf, seit er hier ist. Ist das so? Vielleicht ist es sein Fluch, vielleicht auch nicht. Wir werden's wissen, wenn er endlich wieder ablegt. Hm. Welche Waffe empfiehlst du mir gegen Krabben? Feste Stiefel! Du musst sie umtreten, dann fallen sie auf den Rücken. Mit welcher Waffe du sie dann umbringst, spielt keine Rolle. Aber Hauptsache, es gibt eine Waffe, die Krabbenstecher heißt. Verkaufst du auch Dietriche? Was willst du denn mit einem Dietrich, Junge? Damit rennst du doch nur durch unseren schönen Hafen und plünderst unsere Truhen. Kann sein. McLean will, dass ich eine Truhe für ihn öffne. Was? Das Ding von Stahlbarts letztem Beutezug? Darüber hat sich schon ganz Takarigua kaputt gelacht. Und du willst die Kiste aufkriegen? Ist bestimmt eine Menge Gold drin. Dann kannst du dir die Sache ja was kosten lassen. Hm, 500 Goldmünzen. Aber... Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Lago. Und der ist nicht auf Takarigua. Und wie komme ich dann an sein Kopftuch? Sieht ganz so aus, als wenn das Ding wirklich Lago gehört. Er sitzt in Puerto Sacarico im Knast. Mal angenommen, ich glaube dir. Dann brauche ich einen Dietrich, um ihn da rauszuholen. Wenn du es wirklich ernst meinst, ist dir der Spaß bestimmt 500 Goldstücke wert. Richtig? Richtig. Gib mir den Dietrich. Hier, und dass du mir hier keinen Unsinn damit machst, klar? Ich kann ja noch nicht einmal umgehen mit dem Dietrich. Du kleine Mistjude. Alle wollen hier nur Gold. Egal um was es geht, jeder will hier nur Geld. Ja, mit dem Gold können wir sowieso gar nichts machen. Seht ihr? Ich hatte gerade 1662 Gold, ja? Jetzt habe ich nur noch 172. Jetzt wisst ihr, warum ich so versessen bin, jedes einzelne Goldklüppchen aufzusammeln. Entschuldigung. So. Ja. Hallo, Buß. Ein neues Gesicht. Willkommen in Takarigua. Was führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Ha, da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buddel geht auf mich. Eine Buddel voll Rum. Wie stehst du zu Stahlbart? Ha, der alte Halunke ist ein übel riechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem habe ich keinen Rum für ihn. Ich habe hier einen Brief für dich. Das Achso, letzte verdammt. Mal, dass ich einen Brief gekriegt habe, hat mich meine Frau verlassen. Sehen wir mal, ob du bessere Nachrichten bringst. So. An die Herren Piraten. Was für ein Quatsch. Der Sack will eine Entschädigung für den Zucker, den wir geklaut haben. Ich glaube, ich spinne. Er will unseren Rum? Niemals. Er kann Gold haben. Und ich weiß auch schon, wer dafür bezahlt. Wir haben einen Mann bei der Inquisition. Pedro. Er sollte uns unauffällig jeden Monat ein paar Säcke Zucker besorgen.
Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Ich würde sagen, das ist sein Problem. Also wirst du dir das Gold, das uns die Fuego-Soldaten vom Hals hält, von Pedro holen. Kriegst du das hin? Ja. Pedro ist einer von euch? Nein, nein. Er ist der Schreiberling von dem aufgeblasenen Sack, der sich Gouverneur von Tacarigua nennt. Der alte Jack kennt ihn irgendwoher. Er hat die Sache eingefädelt. Aber du hast mir noch nicht auf meine Frage geantwortet. Ja, das sollte ich eigentlich hinbekommen. Klar kriege ich das hin. Das wollte ich hören. Warte, ich schreibe dir schnell eine Antwort. Ich werde keinen Betrag in meinem Brief erwähnen. Sorg einfach dafür, dass die Fuego genug Gold bekommt, damit er die Füße stillhält. Woher du das Gold bekommst, weißt du ja. Hier, mach was draus. So, auf das wollte ich jetzt eigentlich klicken. Kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Junge, die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich kann hier wohl eine Runde schmeißen, aber ein Schiff beladen kann ich nicht. Woran liegt's? Zucker. Zucker und Wasser. Das sind die Zutaten, aus denen Rum gebrannt wird. Und jetzt rate mal, was wir nicht haben. Zucker und Wasser? Genau. Genie. Was ist mit dem Wasser? Wir kriegen's halt nicht. Dabei haben wir die Quelle gleich vor der Tür. Also, wenn du dich nützlich machen willst... Ich schlepp kein Wasser. Aber für eine ordentliche Bezahlung trete ich deinen Trägern in den Hintern. Das ist die Aufgabe von Curtis. Er weiß, was zu tun ist. Du brauchst also Zucker. Tja, der alte Jack kümmert sich normalerweise drum. An der Südküste der Insel, am Rand des Dschungels, steht ein Schmugglerturm. Wenn du was rausfinden willst, suche den Turm und sprich mit Jack. Okay. Beibringen kann er mir wahrscheinlich gar nicht. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Ah, doch. Aber das brauche ich nicht. Gib mir ich brauche mehr Rum. Ein paar Flaschen kannst du kriegen. Aber glaub nicht, dass ich so viel rausrücke, damit du ein Schiff beladen kannst. Oh, schade. Ah, da ist der Handspiegel. 2000 Goldmünzen. Boah. Naja. Habe ich irgendwas zum Verkaufen zufällig? Ja, Machete, Speer. Steinharte Garganus brauche ich nicht. Piratenstiefel. Behalte ich mal lieber beide, weil da wird, glaube ich, noch was kommen. Fahrklärung, Gold. Narkos Ohrring. Da unten, ja, die Sicheln, die Krallen, die Schale, das Idol hebe ich mir noch zur Sicherheit auf. Ich glaube, da war nämlich was, für was ich es brauchen könnte. So. Und ich werde jetzt auch mal eine Aufnahmepause machen. Vor allem, weil es jetzt wieder extrem anfängt zu laggen. Also, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer, welche Uhrzeit ihr euch das gerade anschaut. Also.